Servus Freunde, ein ganz kurzes Vorwort, bevor das Video beginnt. Und zwar werde ich heute um 19 Uhr auf twitch.tv streamen. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Wir werden heute auch ein bisschen was verlosen. Steam Keys. Im Übrigen würde es mich auch riesig interessieren, wenn ihr nach dem Video auch mal so ein bisschen Pro und Contra zu den zwei Spielmodis macht in den Kommentaren. Hey Freunde und herzlich willkommen zur neunten Folge Minecraft. Heute spielen wir zwei Modis, und zwar Jump League und Lucky Race. Und ich wollte heute mal so ein bisschen gegenüberstellen, was für Alternativen es eigentlich gibt zu Tri-Jump. Vorab sei zu sagen, Jump League ist der schwerste Modus, Tri-Jump der zweitschwerste und Lucky Race der einfachste. Ich habe eine Testrunde gespielt, habe bei Lucky Race nur Jump Fails gehabt. Hier bei diesem Modus habe ich einen 3.30er Finish gehabt, war auf jeden Fall recht nice. Habe diesen Modus aber auch schon früher ordentlich gespielt, wie ihr da unten an den Stats auch sehen könnt. Apropos wollte ich euch noch schnell was zeigen, und zwar habe ich eine zweite Cam, womit ich dann beispielsweise auch ein paar geilere, aufwendigere Videos machen kann, wo ich dann immer auch so switchen kann. Beispielsweise jetzt bin ich eben auf der Cam, dann wieder auf der Cam hier. Ja, Freunde, so macht das natürlich super viel Spaß. Und zwar muss ich das Ganze jetzt nachkommentieren. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, ich habe das davor nicht getestet. Ich habe bloß geschaut, ob die zwei Cams funktionieren, was sie ja tun. Aber irgendwie ist da so ein Bug, wenn ich die Cams umschalte mit dem Sound. Und deswegen muss ich immer, wenn ich auf der zweiten Cam bin, das Ganze jetzt halt hier nachsynchronisieren. Und da ich in der Jump-Phase und auch beim PvP, zumindest bei Jump League, die zweite Cam benutzt habe, muss ich das nachkommentieren. Macht aber nichts. Ich kann dann so ein bisschen auch was Detaillierteres über den ganzen Rotz hier sagen. Und zwar, wie ihr nämlich hier ganz am Anfang schon mitbekommen habt, hier gibt es Ender-Chests. Diese Ender-Chests, die ist bei jedem Modul. Apropos ist Jump League der älteste von den ganzen Modis, das heißt, er war auch der erste Modi, der dieses Jump'n'Run und dieses im nachfolgenden PvP überhaupt auf den Markt gebracht hat. Deswegen ist das eh schon mal ein riesen Pluspunkt bei Jump League, weil das halt einfach sozusagen das Original ist. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, was es davor noch gab. Es gibt insgesamt 10 Module. Und wie gesagt, auf jedem Modul gibt es dann eine Kiste, wo dann verschiedene Items drin sind. Negativ an der Sache, wo wegen den Items ist, es ist sehr glücksbedingt, was rauskommt. Ich habe auch schon bei Turnieren und sonstiges mitgemacht, wo ich echt gut gejumpt bin. Und leider habe ich dann beispielsweise nichts rausbekommen oder teilweise bin ich nur mit Lederrüstung dagestanden oder ohne Angel. Zum Glück wurde das ein bisschen geändert. Es gibt jetzt hier zwar öfters Angeln, aber es ist trotzdem noch absolut nervig. Der Loot, und er ist sehr, sehr glücksabhängig. Weil manchmal bekommt man einfach zwei Verzauberungsbücher plus einen Enchanting Table oder zwei Diamanten plus ein Stick plus eine Workbench, dann macht man halt ein Diamantschwert, dann ist das eigentlich immer safe der Win. Weil in der Regel ist es so, Eisen-Equipment, also Full Iron plus ein Steinschwert ist eigentlich schon ein recht gutes Equipment. Und da seht ihr auch mal, wie das so ist, weil nämlich vom PvP-technischen Aspekt her ist es dann nämlich so, dass man in der Regel viel mehr Hits braucht, um einen Gegner zu töten. Wenn man das jetzt mit Tri-Jump beispielsweise vergleicht, dann ist das ja so, wenn man ein Sharp 5 Eisenschwert hat und zwei, drei gute Angelcrits macht, dann ist der normalerweise down. Hier braucht man halt schon wirklich einige Hits, was das PvP-technische schon ein bisschen schwieriger macht. Wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, ich habe bei Turnieren und sowas mitgemacht, wo ich auch sagen muss, der Support hier ist super. Also zumindest das Team, was ich früher gekannt habe. Es war nämlich so, dass es manchmal Events gab, beispielsweise das Jump League Event, wo es 30 Module im Insgesamt gab, die man abspringt. Oder halt das One vs. One oder Two vs. Two Turnier. Das habe ich ja auch alles verfilmt, und ich werde auf jeden Fall die Playlisten, genauso wie die ganzen Server-IPs von Jump League sowie Lucky Race unten in die Videobeschreibung reinpacken, dass ihr das dann auch gerne mal abchecken könnt, falls ihr die Modis noch nicht kennt. Generell dient das Video ja dafür, dass ihr auch so ein bisschen meine ehrliche Meinung seht, wo die positiven Aspekte sind, wo die negativen Aspekte sind. Was ich auf jeden Fall gut finde jetzt halt hier auch noch, was ich später auch noch vergleiche mit Lucky Race, ist, dass es halt die 10 Module aufgeteilt ist und da der Loot auch angepasst ist. Sprich, es gibt 3 Easy-Module, 3 Medium-Module, nee, ich glaube 4 Easy, 3 Medium und 3 Hard, also kein Extreme-Modul wie bei Tri-Jump. Und je nachdem bekommt man auch besseres Equipment, also beispielsweise Eisenrüstung aus dem Hard-Modul, was bei Lucky Race nicht der Fall ist, aber das werde ich dann nochmal bei Lucky Race selber anmerken. Des Weiteren, wenn man beendet, gibt es auch noch immer extra Sachen. Wenn man nur ganz normal beendet, kriegt man Dia-Boots.
ich weiß gar nicht, welche irgendwie Jump Master oder sowas heißen. Wenn man mit 0 Jump Fails durchkommt, dann ist das Ganze Jump Legend. 0 Fails ist bei Jump League extrem schwer, muss ich ehrlich sagen. Habe ich aber auch, keine Ahnung, so 10-mal circa geschafft. Bei Try Jump ist es halt im Vergleich zu Jump League schon extrem einfach. Lucky Race habe ich, glaube ich, 5 Runden gespielt, 4x0 Jump Fails. Also Lucky Race ist wirklich mega, mega einfach. Und gerade weil es auch so ein Modus ist, wo viele alte Spieler mit dabei sind, ist es so, dass extrem viele gute Spieler dabei sind, die auch mega einen abfacken. Also zum Glück war das in unserer Runde nicht so. Wir waren aber eigentlich auch recht schnell dabei. Aber in der Regel ist es so, dass es Leute gibt, die nur auf Zeit spielen, wenn sie merken, ja, sie verlieren. Es gibt viele Leute, die einen 25er KD haben, aber auch nur durch absolutes Abfacken. Und ich habe es euch ja schon mal angemerkt, es gibt Unterschiede zwischen normalen Rot-PvP, das was ich mache, und wirklich mit der Rot abfacken. Weil es gibt einen Bug, zumindest betitel ich das, und das ist der Rot-Switch, dass man halt die Rot immer schnell switcht. Oh mein Gott, Leute, ich kann nicht reden. Und dadurch hat sie halt unendlich Durability. Und es gibt sehr, sehr viele, die einfach die ganze Zeit wegrennen und die ganze Zeit einen wegrodden, bis sie den ersten Hit gelandet haben und dann erst kämpfen. Und ich kann euch wirklich extrem viele Spieler aufzählen, die das benutzen einfach bei Jump League. Und das finde ich einfach wirklich scheiße. Weil die benutzen es aus dem Grund, dass sie zum einen ihre KD schützen und zum anderen können sie danach immer noch gewinnen, weil, ihr seht es in der Mitte rechts, da steht nämlich Lives und die Time, ich glaube 7 Minuten waren es. Wenn die 7 Minuten ablaufen, dann kommt eine Säule in der Mitte und wer am nächsten in der Mitte ist, der gewinnt dann die Runde. Dadurch gewinnen meistenteils diese richtigen Rot-Up-Fucker. Und wie gesagt, ich mag das selber nicht. Ich hasse solche Leute, wirklich abgrundtief. Ich benutze ja nicht mal den Rod-Switch. Also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel hat eine Angel-Uses, 60 Stück oder sowas. Und die benutze ich eigentlich bloß ganz regelkonform. Manche sagen ja, es ist kein Bug. Mojang will das selber so haben, aber das empfinde ich als absoluten Quatsch. Aber gut, so ist es nun mal. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn jemand draußen ist, man hat 3 Leben im Übrigen, dann spawnt eine Kiste, wo man 3 Sachen rausnehmen kann. Man kann sich für Ingame-Tokens, kann man sich dann noch 3 extra mal rausnehmen, noch kaufen, welche aber sehr teuer sind, also dafür muss man schon echt lange spielen. Craften kann man ja sonst auch noch immer alles, ihr habt es ja gesehen, also von Eisenschwert, wenn man das bekommen würde. Auch ein Feuerzeug kann man sich craften, wo aber auch die Uses angepasst sind. Was auch noch meiner Meinung nach so ein kleiner negativer Punkt ist, ist halt einfach auch die Module. Die sind teilweise extrem schwer. Okay, es ist halt einfach auch der schwerste Modus. Und vor allem auch Unbalance. Also es gibt viele Hard-Module, die einfach wie Medium-Module sind. Wurden zwar angepasst, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber immer noch absolut Unbalance. Also wenn ich jetzt halt, sage ich mal, 10 Runden Jump League spiele und dann 10 Runden Try-Jump, da merke ich schon ganz krass diesen extremen Abstieg von der Jump-Leistung. Muss man halt mögen. Es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schwerer Modus. Man kann Module auch nicht skippen, was ich primär besser finde, weil ich hasse es bei Try-Jump, dass man skippen kann, ja. Ich mag diese Leute nicht, die einfach nur schnell weiterkommen wollen, aber leider gibt es halt kein Kaufsystem. Das ist halt bei Try-Jump schon um einiges besser, ehrlich gesagt. Dieser Kaufmodus, weil da ist es einfach nicht mehr random, sondern Leute, die gut jumpen, die erjumpen sich das Ganze. Klar kann man das jetzt hier immer noch, aber es ist einfach immer noch glücksbedingt. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit einem guten spiele, der, sag ich mal, einen 4-Minuten-Finish macht, was ein recht gutes Finish ist, 5 Minuten ist absolut imbar, dann ist es einfach nur noch Glück. Leider ist es auch so, dass viele Spieler die Lust einfach auch verloren haben, diesen Modus weiterzuspielen, deswegen ist der Server in der Regel schon echt extrem leer. Liegt natürlich auch am Try-Jump, an Lucky Race, was mir persönlich auch ein bisschen mehr Spaß macht, also Try-Jump, weil ich dieses extreme Schwitzen, wie ich euch schon gesagt habe, das macht mir keinen Spaß. Und dieses Zufallsprinzip mag ich auch nicht, weil ich mag halt, wenn ich gut gejumpt bin, auch gut dafür belohnt werden. So ist zumindest meine Auffassung. Aber wir tun das Ganze jetzt nochmal gegenüberstellen. Und zwar probieren wir das Ganze nochmal bei Lucky Race. Da bin ich auch mal wieder live am Kommentieren. Da seht ihr auch, wenn ich beendet habe, 3 Jump-Versuche, Distanz 100%, Kills 11. Ist auch ziemlich nice, dass man das so im Chat sehen kann. Natürlich möchte ich Jump League nicht einfach so beenden, sondern es gibt noch eine wunderschöne und klitzekleine 0-Jump-Fail-Aufnahme. Hinten dran gönnt ihr euch einfach und danach kommt das Live-Commentary zu Lucky Race. Was gut, aber wiederum auch negativ ist, ist, dass man hier bei Lucky Race
abstimmen kann, welche Maps man haben will. Das wiederum heißt, dass viele Spieler sich immer nur ein paar Maps raussuchen, die sie halt kennen oder können. Und dadurch, ja, keine Ahnung, es viele Rusher dann einfach auch immer gibt, weil die das dann flawless durchspringen. Apropos, habe ich schon zweimal nur Jumpfels hier gemacht. Man kriegt nichts. Es ist aber hier auch wirklich überhaupt nichts Besonderes. Ich werde mich darauf jetzt halt hier aber auch nicht konzentrieren, sondern versuchen hier einfach nur schnell durchzukommen. Ihr habt schon gesehen, es gibt hier so welche, in meinen Texture Packs sind es Schwämme. Bei euch sind das dann Blöcke, wo ein positiver oder negativer Effekt rauskommen kann. Beispielsweise negativ wäre Monster oder ich glaube irgendwie Schaden oder sowas gibt es auch noch. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Und ja, positiv ist halt alles, was man ja gebrauchen kann für das Equipment. So, jetzt halt hier, ich möchte wirklich schnell durch, weil das ist echt eine Map, die jeder einfach jumpen kann. Finde ich auch nicht so geil, weil wo ist das denn competitive, wenn das einfach die leichtesten Module und Maps sind? Apropos ist das jetzt halt auch so, dass es jetzt halt hier keine unbedingte Modulangabe gibt. Ich denke mal, das ist eher so ein bisschen random. Manchmal gibt es halt mehr Module, manchmal weniger. Und manchmal ist die Map länger, manchmal kürzer. I don't know. Also ich bin da jetzt noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Können wir aber auch gerne da mal so ein paar kleine Insider-Infos darüber wachsen lassen, falls es da irgendwie sowas geben sollte. Und ja, ihr seht schon, es ist alles vor allem auch recht monoton gehalten. Also es ist hier nichts unbedingt, wo man sagen würde, yo, das wird es hier noch irgendwann mal schwieriger, sondern es ist halt wirklich alles bei der gleichen Schwierigkeitsstufe. Jetzt haben wir zum Beispiel was Negatives. Eine Hexe, juckt mich aber jetzt auch gar nicht mehr. Ich gehe einfach weiter. Drei Dia-Blöcke, ich brauche gar nicht mal so viele. Die Zeit hätte ich mir auch sparen können. Weil Zeit ist eigentlich bloß das Einzige, dass man jetzt halt hier einfach nur schnell durchkommt. Ja, ansonsten kann ich sagen, ja, vom Jump-Technischen macht es halt einfach gar keinen Spaß, weil es ist halt überhaupt gar kein Anspruch bei gar keiner Map. Also bis jetzt habe ich noch überhaupt gar keine Map gesehen, sag ich mal, schwer war, sondern einfach es einfach immer nur durchrushen. Und einer ist sogar vor mir. What the fuck? Wir jumpen eigentlich jetzt halt hier recht flawless und schnell durch. Okay, aber ja, das ist halt auch so ein bisschen das, was ich meinte. Kommt auch noch so ein bisschen auf PvP drauf an, weil das ist auch ein Modus, wo es nur um Luck geht. Das heißt, hier diese Lucky-Blöcke, das Beste, was man rausbekommen kann, ist Diamant-Equipment. Und dieses Diamant-Equipment kann man halt bei den ersten Modulen bekommen oder auch bei den anderen Modulen. Da es halt keine Aufteilung gibt von Hard, Medium oder Easy, ist halt alles gleich. Sowohl vom Jumpen als auch vom Loot. Und dadurch ist es mir auch schon öfters vorgekommen, dass ich einfach überhaupt gar kein Dia-Stuff am Ende hatte. Und das ist halt einfach scheiße, ja. Vor allem gerade auch für die Rod-PvPler unter euch. Angeln sind auch relativ rare. Also die gibt es nicht so oft, dass man die looten kann. Natürlich für den einen Fluch, für den anderen Segen. Jetzt habe ich hier eine bekommen. Ist natürlich jetzt ein bisschen paradox, dass ich das jetzt halt hier angemerkt habe. Obwohl ich das jetzt halt hier gerade gesagt habe, ja, das ist jetzt nicht so. Die Kühe sind gut, weil aus denen bekommt man Goldäpfel. Ich wollte mich beeilen, weil einer ist schon in der Nähe von mir. Manchmal ist es so, dass auch Bogenschützen rauskommen. Und diese Bogenschützen können einen auch extrem abfangen. Also wenn man Pech hat, dann kann man wirklich mit den Lucky Blöcken abgefuckt werden. Und die knallen euch dann von hinten so ab. Bis jetzt ist es mir ja noch nicht so oft vorgekommen, aber ist tatsächlich vorgekommen. Manchmal bangen die auch so in der Luft rum. Und vor allem, es gibt auch mega viele Teamer in No-Teams-Runden. I don't know. Der Support hier ist auch recht komisch. Ich habe auch schon mal ganz am Anfang, wo ich hier YouTube-Videos gemacht habe, da sind wir am Ende mit nur Jump-Fails, aber wie gesagt, das ist halt nichts Besonderes. Habe ich mal nachgefragt, aber der Support, der war richtig, richtig komisch hier. Also keine Antwort habe ich bekommen, etc. Und ja. Und da habt ihr es jetzt auch mal schon gesehen. Ich habe kaum bis gar kein Equipment. Ich habe ein TNT. Ja, das ist halt scheiße, Alter, Leute. Ich habe ein Diamantschwert. Ich habe zwei Diamantschwerter. Ich habe zwei Angeln. Es ist so, dass Leute mit Full Dia jetzt halt gleich hier rumlaufen. Es sei denn, die Drops wurden angepasst. Ich weiß es nicht. Ja. Das meine ich halt. Das ist halt einfach. I don't know. Das ist halt einfach low, so. Das ist halt einfach low vom Game. Ich verstehe es nicht so, Leute. Ich meine, ich habe nicht mal eine Brust, so. Okay, ich kann mir das jetzt hier machen. So, warte, ich muss mich ganz kurz halten. Warte, ganz kurz. Danke fürs Warten, Mate. Er hat irgendwie Thorns auf der Rüstung. Oh, Alter, das ist ja richtig OP, Mann. Thorns auf der Rüstung. Okay, ihn ballern wir mal ganz kurz ab. Ihn tun wir mal nach hinten. Oh, Alter, da muss er jetzt hier ein bisschen aufpassen.
Okay, die rennen mir jetzt natürlich hinterher, ist natürlich auch logisch. Jetzt hätte ich hier ohne Equipment und vor allem leider auch an Nick. Also das hätte mich schon einer gerade erkannt. So. Was bringt mir das eigentlich? Blitz der Flasche? Ich werfe ihn ab. Ich weiß nicht so ganz, ob mir das jetzt irgendwas gebracht hat. Digga. Alter, Mann. Ich will mein Equipment mal craften, ey. Es ist zum Kotzen. So, okay. Craften wir mal eben das Equipment. So, ziehen wir das mal ganz kurz an. Wir können noch das machen und sogar noch einen Helm. Perfekt, dann haben wir jetzt halt hier das perfekte Equipment. Ich will mich nicht beschweren jetzt halt. Es tut mir leid, aber ich habe ganz vergessen, dass wir das natürlich jetzt halt hier auch noch craften können. Gehen einfach mal drauf. Weil er uns jetzt halt hier auch gerade getötet hat vorher. Lul. Einfach den Rage-Target jetzt hier drücken. So, und vor allem auf ihn. Ja, er tut jetzt vor allem auch noch die Kiste abbauen. Es ist so, dass wenn einer stirbt, dass man jetzt hier noch eine Kiste bekommt. Okay, er geht auf mich. Oh no, Alter. Was bringt der Blitz der Flasche? Invisibility, okay. Ein verfluchter Trank bringt uns Insta-Damage. Okay. Das ist alles nicht so besonders. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Scheiße, Mann. Scheiße, Leute. Okay. Ich muss mich kurz heilen. So. Ich renne mal ganz kurz weg. Und, okay, einer ist hinter mir. Bekommen wir ihn? Ich hoffe, ja. Wir haben bestes Equipment. Wir müssen ihn eigentlich bekommen. So, ja, wir haben ihn. Boah, Alter, es ist halt echt hier extrem haarig hier an dieser Stelle. So, packen wir das mal hier auf die dahin. Okay, er wartet ganz kurz. Perfekt. Nutzen wir das jetzt auch mal ganz kurz aus. Dann hatten die auch kein besseres Schwert. Man kann ja alles mit Prot 1 und sowas bekommen. Okay, einer ist hinter mir. Haben natürlich auch sehr, sehr lange gebraucht, um das Ganze jetzt halt hier auszusortieren. So, müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen. So einen Bogen drauf gehen. So, einmal ganz kurz drauf geworfen. Okay, er. Lol, Alter, was war das denn? Er hat gerade geruckelt, as fuck. Okay, er hat auch einen Bogen. So, aber. Ah, okay. Ich habe auch ein Feuerzeug, womit ich mir jetzt halt angezündet habe. Perfekt. So ein bisschen aufpassen hier. So, hier ins Wasser rein. Oh. Zum Glück haben wir noch ein paar Goldäpfel. Ich habe noch einen Goldapfel. Esse ich nochmal. Tun wir jetzt ein bisschen hier weggäppeln. Ja, ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Herzen, wie viel Leben er noch hat. Haben wir hier noch ein paar Damage Potions, die wir jetzt auch noch in sein Gesicht reindrücken können. Er hat mich jetzt mit irgendwie so einem Effekt abgeworfen. Ist auf jeden Fall hier auch eine recht spannende Runde, muss ich jetzt auch mal hier ganz ehrlich sagen. Was jetzt halt hier so das PvP-technisch und sowas angeht. Hätte ich also gar nicht mal so erwartet. Normalerweise sind ja auch halt die absoluten Randoms hier am Start. Okay, ihn haben wir. Einer hat nur noch ein Leben. Er da unten hat auch noch ein Leben. Also es wird jetzt halt hier darauf hinauslaufen. Er hat eine Rüstung in der Hand. Okay. So. Haben ihn auf jeden Fall damit gut erwischt. Der hat uns aber auch ganz gut erwischt mit seiner Rüstung. Okay. Das war interessant. Was? Okay. Eine Rüstung mit Sharp 7, Prot 3. Okay, da kommt er mich jetzt überraschen. Aber lol, Alter. Was will er denn, Mann? Verkämpft sich die ganze Zeit runter und versucht jetzt halt hier einen auf King zu machen, oder was? Es ist so einer, der die ganze Zeit nur verkämpft hat. Und dann, keine Ahnung, das Equipment dann am Boden rausnimmt. Es ist so, wie ich solche Spiele hasse, Mann. Wie ich echt solche Spiele hasse, es ist unfassbar. Oh, ey, wird der mich jetzt racken, ey, ich sag's euch. Okay, und es ist sogar der Spieler, der in der Mitte ist, der gewinnt auch. Hier finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich habe leider auch kein Sharp 1 Dia-Schwert. Es ist so die Frage. Okay, er hat sehr wahrscheinlich jetzt auch diese Sharp 7 Rüstung, aber er ist halt echt ein random Mann. Aber was erwartet man von jemandem, der jetzt hier die ganze Zeit sich verkämmt? Naja. GG, haben wir auf jeden Fall gewonnen. War eine recht spannende Runde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auch ein kostenloses Abo da lassen. Hier auch mal Werbung an dieser Stelle. Macht es gut und verarscht. Ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah. Yeah, 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 yeah. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.